Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge OB Let's Do. Ich bin heute mit meinem ersten Gast hier, mit der lieben Peyton. Du darfst dich gerne mal vorstellen. Hi, ich bin die Peyton. Vielleicht kennt mich der ein oder andere schon von meinem Instagram- und YouTube-Kanal peyton.r und danke für die Einladung. Ja, mich freut es auch, dass du hier bist. Wir reden ja heute über die Periode und viele Mädchen schämen sich ja gerade am Anfang und wissen nicht so richtig, wohin mit meinen ganzen Fragen, mit wem kann ich darüber sprechen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, also mit wem hast du als erstes gesprochen? Mit meiner Mama. Dann wusste meine Mama direkt Bescheid. Genau. Ja, ich glaube, ich habe damals sogar schon vorher mit meiner Mama mal drüber gesprochen. Mhm. Aber es war so kurz. Also, ja. Also, Schatz, wenn das passiert, dann ist es ganz normal. Ja. Also, mach dir da keine Sorgen. Und ich glaube, deswegen war ich da in dem Moment, als dann morgens im Bett soweit war, war ich dann so, okay, ja ich gehe jetzt auf Toilette. Und dann kam halt auch meine Mama und dann habe ich halt auch gesagt, Mama, hier. Und sie hat auch mega cool reagiert und ich glaube, das beruhigt einen auch einfach. Mhm. Also ich war auch die Erste in unserer Clique. So. Ich war die Allerletzte. Ich habe meine Tage erst mit 17 bekommen, also richtig spät, weil ich halt Leistungssport gemacht habe. Und ich war absolut komplett die Letzte von allen. Also ich wusste eigentlich schon, wie das Ganze ist von Freundinnen. Ja, also deswegen konntest du dich auch mit denen austauschen. Ja. Eigentlich auch voll cool, ja. Genau. Ja, ich glaube, ich hätte mir da auch Freundinnen auf jeden Fall gewünscht, die da schon Erfahrungen gehabt hätten. Da hatte ich halt voll das Glück. Also bei mir hatte wirklich jede einzelne Freundin schon ihre Tage. Und dann war das halt für mich ganz entspannt. Ich konnte jede alles praktisch fragen. Ja. Und dann war das eigentlich für mich ganz cool. Ja, man muss sich ja auch allgemein dafür einfach nicht schämen, weil es ja einfach jede Frau einfach bekommt. Richtig. Und eben früher oder später. Richtig. Und deswegen ist es ja auch was ganz Natürliches. Ja. Ansonsten kann man auch beim Frauenarzt einfach mit der Frauenärztin sprechen und ein paar Fragen klären oder so. Da müsst ihr auch gar keine Angst davor haben. Ihr müsst dann nicht direkt auf den Stuhl oder irgendwie denken, dass ihr da direkt untersucht werdet, sondern ihr könnt auch einfach hingehen und mit der Frauenärztin sprechen und eure Fragen klären lassen. Ja, aber ansonsten muss man eigentlich nicht irgendwie zum Frauenarzt gehen, außer man hat natürlich irgendwelche Beschwerden oder Fragen oder möchte einfach abklären lassen. Ja. Aber wenn alles normal ist und alles sich gut anfühlt für dich, dann muss man ja nicht direkt zum Frauenarzt gehen. Nee. Ich glaube auch am Anfang, wenn man noch so unsicher ist, dann hat man auch immer das Gefühl, dass jeder weiß, dass man die Periode hat. Das habe ich auch immer gedacht. Ja. Auch gerade auch in der Schule oder so, wo man dann ganz heimlich mit dem Tampon immer entlang gelaufen ist. Wir haben hinten in meine Hosentasche gesteckt und habe immer gedacht, ach, das sieht man jetzt aber auch, aber eigentlich sieht es keiner. Ja, und das ist ja völlig egal. Weil es ja was ganz Normales ist. Ja. Man muss sich auch absolut nicht dafür schämen. Also, das stimmt. Ja. Ja, war mega cool, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Aber ich würde mit dir jetzt noch gerne ein Spiel spielen. Okay. Und zwar habe ich dafür etwas vorbereitet. Ich habe hier ein paar Emojis und ich werde jetzt ein paar Sätze sagen und dann kannst du mit den Emojis darauf praktisch reagieren. Okay. Ja. Euch muss nichts peinlich sein. Einfach so vielleicht? Ich weiß nicht. Am Anfang, wenn ihr eure Periode habt, ist es komplett ungewohnt, aber irgendwann ist es völlig normal. Das. Ja, definitiv. Egal wann und wo ihr das erste Mal eure Periode bekommen habt, ihr werdet diesen Moment niemals vergessen. Ja. Ja, definitiv, ja. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Ja, hat mich mega gefreut. Ich würde mit dir auf jeden Fall noch gerne ein Foto machen, denn wir haben nämlich ein Freundebuch, in das du dich nachher auch gerne eintragen kannst und in das die Bilder geklebt werden. Und das kann dann irgendwann mal einer von euch da draußen gewinnen. Machen wir mal ein schönes Foto. Es hat mich gefreut, dass du da warst. Mich auch. Ja, ich fand's echt schön. Schaut auf jeden Fall bei der lieben Peyton vorbei. Ihre Kanäle sind in der Infobox verlinkt. Und schreibt gerne in die Kommentare, mit wem ihr als erstes über eure Periode gesprochen habt. Oder vielleicht habt ihr auch Tipps, mit wem ihr darüber sprechen könnt. Und ansonsten abonniert gerne den Kanal und aktiviert das Glöckchen, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ah, das ist süß geworden. Ja, echt süß geworden. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.